Eine Wechseloperation am Kniegelenk ist deutlich anspruchsvoller und herausfordernder als die erste Operation. Die häufigste Ursache für einen Knieprothesenwechsel ist die Lockerung der einliegenden Komponenten. Die zweithäufigste Ursache ist eine Infektion. Die dritthäufigste Ursache eine Progression der Arthrose, also ein Fortschreiten der Arthrose im Kniescheibenbereich. Und dann gibt es noch viele andere Ursachen, aber das sind die drei häufigsten. Ein Knieprothesenwechsel ist generell technisch aufwendiger. Die einliegende Prothese muss entfernt werden. Es besteht schon durch die Voroperation ein höherer Knochenverlust. Der Bandapparat ist mehr geschädigt als bei der ersten Operation. Und der Orthopäde bzw. die Klinik muss ein größeres Portfolio an Expertise, Implantaten und auch technischen Fertigkeiten, Instrumenten vorhalten, um dann solche Fälle auch zu den Patienten zufriedenstellend lösen zu können. Prinzipiell wird der Prothesenwechsel ähnlich durchgeführt wie die Primäroperation am Knie, also über den gleichen Zugang. In der Regel ist das ein Hautschnitt von vorn. Und dann werden je nach Ursache für die Wechseloperation entweder die gesamte Prothese gewechselt. Bei einer Infektion muss auch mal die Prothese ersatzlos ausgebaut werden. Und das wird ein temporärer Antibiotika-Zement eingesetzt als Platzhalter, bevor dann in einer zweiten Operation dann wieder das richtige Gelenk eingebaut werden kann. Manchmal reicht es aus, nur das Inlay, also diese Plastescheibe zwischen Ober- und Unterschenkelteil, auszuwechseln. Also das hängt immer vom Grund der Revision ab. Aber der Zugang ist immer der gleiche wie bei der ersten Operation.